Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier von meinem Kanal. Wir spielen Risen 3 Titan Lords. Yeah. Wir vervollständigen somit unsere Risen-Reihe. Ich möchte es zumindest gerne, weil Teil 1 und 2 haben wir schon gezockt. Und ich bin ganz gespannt auch auf 4 auf das dritte. Ich wollte schon mal Let's Playen, bin aber dann jemand dazugekommen, weil dann Alex vor der Haustür stand. Aber wie versprochen, nach Alex habe ich es ja gesagt, wir werden Risen 3 zocken und heute ist der erste Aufnahmetag dafür. Ich habe da schon mal ein paar Einstellungen gemacht wegen Musik und so. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist, dass es ein angenehmer Ton ist. Ich befürchte aber, dass meine Stimme zu leise sein könnte. Sollte das der Fall sein, werde ich selbstverständlich im nächsten Part oder übernächsten Part, je nachdem, das versuchen auszugleichen. So. Natürlich ein kleiner Hüstelchen, das gehört sich auch. Ja, wir werden gleich das Spiel neu starten. Und ich hoffe, es passt von der Lautstärke her. Jo. Ich wusste, dass es schwierig werden würde. Wann war es denn einmal einfach? Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Kaperfahrten den Tod ins Auge gesehen? Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Männer, Attacke! Boah, sind die hässlich. Ich glaube, es ist ein wenig nicht zu laut, ne? Ja, natürlich. Ich bleib hier oben. Ja, Eye Captain. Moment einmal, ne? Es ist anscheinend doch ein bisschen noch zu laut. Audio. Ja. Effektlautstärke, Umgebungslautstärke. Ich glaube, da werden wir hier ein bisschen drosseln. Ich würde mal sagen, so, ha? Schauen wir, ob es besser ist. Das ist echt übel. So, also fortsetzen. Ich glaube, es ist angenehm. Los, runter mit dir! Jawohl. Ich muss jetzt eigentlich ein bisschen husten. Ist eh noch bei mir. Ja, was ist der Steuermann? Was machst du noch hier? Ja, ich bin der Captain. Das ist der Steuermann. Hoppala. Leertaste zum Springen. Okay, wir haben hier ein kleines Tutorial. Jetzt gerade. Unser schönes Schiffchen brennt. Das ist das Beste. Kommt jetzt zu mir. Ist einmal schon warm. Komm zu mir, jawohl. Ausweichen, zweimal W drücken. Okay. Das muss ich mir auch schon mal merken. Waffe ziehen mit dem Mausrad, jawohl. Und dann hauen wir den schon mal in die Fresse. Halte zum Parieren die rechte Maustaste gedrückt, jawohl. Und angreifen mit der linken. Schlage unmittelbar nach deinem letzten Schlag erneut zu, um beide Angriffe zu einem mächtigen Combo-Angriff miteinander zu verbinden. Ja, zack. Während eines Combo-Angriffes kannst du bis zu 3 Schläge miteinander kombinieren. Das kennen wir eigentlich schon, ne? Jeder einzelne Schlag verursacht dabei mehr Schaden als der vorherige. Eye-Cap. Au, ich hätte parieren sollen. So, du Watschka, ne? Und weg mit dir. 75 Ruhm haben wir dazu bekommen. Super. Jawohl, Patty. Jawohl. Aber, Falltreffer! Also dafür, dass wir der letzte Held waren, haben wir 2 gesunde Augen, ne? Irgendwas stimmt da gerade nicht, oder? Schlag dich zu Fertigung! Ja, machen wir schon. Aber das schaut sich mal den Wellengang an. Ist doch gescheit, schaut das cool aus. Also ich bin schon verliebt in das Spiel. Für mich ist es ja nach wie vor Blume. Schlag dich zu Teddy durch! Ja, ist schon fein. Dann schlagen wir uns mal zu Teddy durch. Schatzi, wo bist du? Zweitwaffe nutzen mit E. Okay. Hey! Ich hätte ein Stück weggehen sollen. Es ist immer noch verdammt laut. Warte mal, das geht so nicht. Warte mal, das ist noch viel zu laut. Audio, Stimmen, Effekt. So. Herrschaftszeiten.
Das müsste jetzt doch passen, oder? So. Ist jetzt besser? Irgendwie nicht, oder? Au, den habe ich nicht gesehen. Hoppala. Du, das kriegst du zurück. Zack. Ey, Alter. So. Aber das sind doch keine Kreaturen von Mara, oder? Au. Jawohl. Das sind doch keine Kreaturen von Mara. Die schauen so untot aus. Ui. Ah, boah, das war schön. Schön pariert. Halte die linke Maustaste gerückt für einen schweren Angriff. Okay. Kann man scheinbar seine Barriere, sein Barrieren unterbrechen. Yay, der hat gesessen. Na? Ui. Na? Ja, der eine ist schon mal weg, ne? Aber super geblockt wieder, also pariert schon immer blocken. Ich bin zu ritterlich. Pariert. Ich kämpfe mit dem Säbel. Wir tun hier ja fechten. Und nicht mit dem Schwertschlangen. Au, ich krieg vielleicht den Bursch, ey. Also mir ist das jetzt eigentlich immer noch ein bisschen zu laut. So, geht ja. Ich hoffe, ich stört euch nicht zu sehr. Da bist du hässlich, um Gottes Willen. Ja, ja. Au. So. Au. Ruhe. Ich glaube, ich gehe mal ein Stück auf die Seite, ne? Alter. Ich glaube, ich werde da. Warte mal. Halte dich mit Ruhm. Heile dich mit Ruhm. Hoppala. Eins. War das eins? Seelentasten. Ja, das hat schon gepasst. Alter. Au. Du Nerven. Boah, Alter. So, hey, jetzt hör auf. Alter, stirb weg. Boah, das war nicht schön. Das war jetzt eigentlich gar nicht schön. Das freut mich überhaupt nicht. Und was bist du für ein Geist? Kämpfen wir gegen Geisterschiff, wahrscheinlich so irgendwie. Was war das jetzt? Dieser Dreckskerl. Hey! Hey. Schon wieder dieser Albtraum? Es ist immer der gleiche. Der Geisterkapitän? Er verfolgt mich fast jede Nacht. Es ist nur ein Traum. Das wahre Leben wartet da draußen auf uns. Angelegt! Komm schon. Wir sind da. Vor der Krabbenküste? Wie lange habe ich denn geschlafen? Viel zu lange. Schwing dein Hintern aus der Kajüte. Hör zu, ich warte unten am Strand auf dich. Jawohl, Chefin. Ich bin gerade nach wie vor verwirrt. Der Typ schaut aber nicht wirklich aus, als wenn er jetzt unsere Figur aus dem ersten und zweiten Teil ist, oder? Warum hat er zwei gesunde Augen? Der hat doch eine Augenklappe im zweiten Teil. Ich bin ein wenigle verwirrt. Neuer Rang, Captain, ei. Ja. Ich denke, wir schauen uns hier mal ein bisschen um, würde ich sagen. Vielleicht gibt es ja das ein oder andere Item, das wir mitnehmen können. Naja, zumindest einen Wäschekorb haben wir da. Das Schiff ist irgendwie cool. Öffnen. Ich dachte, das Buch könnte man lesen. Na gut, da scheint es nicht viel zu geben. Dann würde ich sagen, wir nehmen den Truhenschlüssel. Finde deinen Truhenschlüssel, haben wir gefunden, ja. Truhenschlüssel erhalten, plus 20 Ruhm. Also nicht Ruhm, sondern Ruhm und Ehre. Und dann würde ich sagen, mach mal die Truhe auf, ne? Was haben wir drin? Stahlbartsklinge, okay. Ich bin da echt ein bisschen verwirrt, ne? Ist das wirklich unser Held? Wir werden einmal alles plündern. Geht das nicht? Achso, da unten alles nehmen mit E. Okay.
Alles okay, wir nehmen alles mit E. Das I nehmen wir fürs Inventar öffnen, ist eh wieder logisch, ne? Rüste dich aus. Geh dazu auf rechte Hand und wähle die Waffe aus. Stimme nach unten. Danach auf Körper, um deine Rüstung anzulegen. Alles klärchen. Dann würde ich sagen, rechte Hand. Stahlbartsklinge. Sie ist 410 Goldmünzen wert. Schaden 40 bis 60. Fähigkeit Stichwaffen beeinflusst Schaden. Stichwaffen plus 5. Die legendäre Klinge von Captain Stahlbart. Die legendäre Klinge von Captain Stahlbart. Das heißt, er ist tatsächlich schon tot? Also hier in dieser Variante? Ich denke schon, ne? Stahlbarts Klinge. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wir hatten ja ein paar Wertgegenstände von Stahlbart, ne, als er verstorben war. Linke Hand, Pistolen, Dolche und schmutzige Drinks. Tricks. Alter, Duellpistole. Goldwert 400, Schaden 55, kritischen Treffer 15% Reichweite, Nahkampf, Munition, Kugelfähigkeit, Pistolen, beeinflusst Trefferchance. Die Duellpistole ist hervorragend gearbeitet und sehr präzise. Das hören wir doch gern. Na, überleg gerade, weil wir hatten den Dreispitz, glaube ich, damals. Das war sein Hütchen, ne? Den Mantel hatten wir vom Stahlbart, glaube ich. Die Waffe, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das war doch die Waffe von unserem Helden. Oder ich vertue mich, glaube ich, ne? Risen 3 ist schon sehr lange her. Schwarzer Dreispitz. Da haben wir schon den Dreispitz, ne? Goldwert 40. Klingensicher plus 3. Kugelsicher plus 3. Ein schwarzer Dreispitz wird auf allen Schiffen dieser Welt getragen. Ja, ist also sehr modern. Körper, Hemden, Jacken und Mäntel. Guter Mantel. Goldwert 200, Klingensicher plus 20, Kugelsicher plus 20, Magiesicher plus 5. Ein Mantel aus schwerem Stoff, der gut gegen Wind und Wetter schützt. Das ist sehr, sehr wichtig. Quest erfolgt, lege deine Ausrüstung an, Ruhm plus 100. Ja. Die Beinchen haben wir hier schwarze Hose. Der Goldwert ist 30, Klingensicher plus 3, Kugelsicher plus 3. Schwarze Lederhose mit Kupfernieten. Ja, da sieht man sie da vorne, glaube ich, ne? Hier so. Fisch. Die Füßchen. Polierte Stiefel, ja, da sieht man, die sind wirklich schön, die glänzen ja auch ein bisschen. Also Goldwert 60, Klingensicher plus 4 und geputzt und poliert. Genau. Sehr schön. Ohrringe haben wir noch leider keine. Amulett haben wir auch noch keins und einen Ring besitzen wir auch noch nicht. Okay. Wir sind ja mal jetzt ein Schnieker-Pirat. Ich denke mal Pirat, weil Patty wissen wir, sie ist Piratenbraut. Es erklärt aber trotzdem mit uns auf. Also, warum wir jetzt zwei gesunde Augen haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Charakter. Aha, da können wir uns skillen, wie es ausschaut, ne? Attribute, dann die Fähigkeiten. Und eine Sammlung gibt es auch. Aha, das ist wieder haufenweise zum Sammeln, alles geheim. Das ist hervorragend. Mir gefällt das Inventar übrigens. Hier das Zahnrädchen, ne? Wie so ein Anker eigentlich, ne? Wenn du hier beim Charakter gehst, die Sammlung, ne? Hier der Balken. Und es dreht sich immer schön mit. Schaut cool aus. Mir gefällt sowas. Ich mag sowas. Das ist schön. Solche Feinheiten habe ich ein kleines bisschen bei Elix vermisst, muss ich sagen. Es ist schon cool. Aber tun wir nicht von Vergangenem sprechen. Hier ist die Zukunft. Mit dem Mausrad können wir raus und rein scrollen. Oh, hoppala, rechte Maustaste habe ich gerade benutzt, Entschuldigung. Das wollte ich gerade nicht. Ich wollte noch bei der Karte ein bisschen looken. Egal. So, also mir sind wir angezogen. Da vorne war ich noch gar nicht, glaube ich. Gibt es hier noch was für uns? Schaut nicht so aus. Boah, es ist schon schön hier. Es ist schön hier. Richtig, richtig schön. Wir müssen hier raus. Hier unten ist, glaube ich, nichts mehr. Ne? Da ist nur
Ein alter Stiefel und sonst irgendwie nichts. Na gut. Also, wir öffnen das Ganze hier, das Dürl, wenn es geht. Und es wird gelaut. Bereit für die Insel. Krabbenküste gefunden. Jawohl. Zwei schöne Papageichen. Drei sogar. Ui, das sind schon diese ekelhaften Riesenkrabben. Servus. Drum heißt die Krabbe. So, wenn wir den größten Schatz, den die Südsee je gesehen hat, heben wollen, müssen wir den alten Tempel finden. Laut der Karte liegt der Tempel im Hinterland. Wir müssen dem Weg dorthin folgen. Komm schon, Brüderchen, bald sind wir reich. Brüderchen! So, stopp kurz. Brüderchen! Wir sind gar nicht mehr, wir spielen nicht mehr den Freund von ihr. Wir sind der Bruder. Ja, das erklärt so einiges. Drum haben wir zwei gesunde Augen. Ja, und was ist da mit ihrem Mann passiert? Mit ihrem Freund? Mit unserem vorigen Helden? Vielleicht treffen wir ihn? Vielleicht ist er gestorben? Keine Ahnung. Um Gottes Willen. Okay, das erklärt so einiges. Aber nach wie vor muss ich erklären, wie das hier mit dem männlichen Charakter hier funktioniert, also männlicher Charakter und meine weibliche Stimme. Das funktioniert wieder so, wie bei allen Piranha-Bytes-Spielen. Wir spielen einen männlichen Charakter und da ich nicht immer so sprechen möchte, wie es ein Mann tun tut, außerdem hat er eh eine Synchronstimme, das haut nicht so hin, werde ich meine natürliche Stimme verwenden, um seine Gedanken in Worte zu fassen. Das heißt, in seinem Kopf ist immer eine weibliche Stimme, das bin ich. Und da wir wissen, dass alle Helden bei den Piranha-Bytes-Spielen was Besonderes sind, haben sie halt hier in diesem Let's Play noch zusätzlich eine weibliche Stimme im Kopf. Das kann jedermann brauchen. So, wir sind quasi das gute Gewissen oder wie soll man sagen, die gute Stimme hier. Und ja, ich würde einmal sagen, wir werden den Strand aufräumen. Davon sehe ich schon ein paar Ratten. Boah, sind die hässlich. Eine Muschel haben wir auch schon erhalten, das hat sich mal nicht geändert. Na, ihr Ratten. Zack, zack, zack. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, die ist erledigt. Gar nichts ist erledigt. Alter. Jawohl, Betty, das machst du super. So. Sehr, sehr gut. Also, die Riesenratte ist tot. So, dann nehmen wir mal das rohe Fleisch mit. Das können wir immer brauchen. Vielleicht finden wir auch bald was zu braten. So. Bam, bam, bam. Ein Goldsackerl. Eine Schädelblüte. Und rohes Fischerl zweimal, wie es ausschaut. Krabbenstecher, okay. Ist der jetzt besser? I fürs Inventar, hoppala. Ist der jetzt besser als unser Säbelchen? Na, um Gottes Willen, na. Stahlbartsklinge ist gutes Ding. Na, na. Das können wir dann bei passender Gelegenheit zu Geld machen. Boah, das Wasser ist so schön klar. So was gibt es bei uns gar nicht. Hoppala, das wollte ich gerade nicht. Mhm. Kapitel 1, der alte Tempel. Da ist der alte Tempel. Ich wusste es. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg zu ihm finden. Jawohl, das wird schwer, aber zuerst gehen wir zurück, weil ich möchte gerne noch schauen, was es hier so gibt. Entschuldigung, das wollte ich gerade nicht. Weil eine gute Vorbereitung, wir wissen, ist sichert unser Überleben. Ist überlebensnotwendig, wollte ich sagen, aber sichert unser Überleben ist auch nicht falsch. So, param. Mal schauen, ob da hinten was ist. Ich sehe da was. Eine Muschel vielleicht. Oh, das ist gar nichts. Okay. Okay. Wo willst du hin? Wir müssen dem Weg ins Hinterland folgen. Ja, ist schon gut. Ich will nur da zuerst den Strand aufräumen, gnädigste. Wenn du schon bei mir bist, weil vielleicht haben wir Pech. Später vielleicht. Vielleicht haben wir Pech, wollte ich sagen, und du musst weg. Dann, Schwesterherz, wäre es doch sehr von Vorteil, wenn wir hier noch schnell den Strand klären. Das sind wertvollste Erfahrungspunkte für uns. Was mir gerade hier ein bisschen auffällt, ist die Schrift. Die ist ein bisschen doof momentan. Aha, Ruderboot bringt uns wahrscheinlich wieder zurück zum Schiff.
Jetzt werden wir dabei Licht brauchen. Was wollte ich sagen? Die Schrift ist etwas doof. Also wenn wir da jetzt an etwas vorbeilaufen, das weiß auf weiß ist nicht so schön, aber das ist jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau. Da haben wir gleich wieder eine Muschel, ja, genau. Man muss halt wieder sein Auge ein bisschen schulen, dann klappt das schon besser. Wieder eine hübsche Schädelblüte. Da haben wir das Ruderboot, da sehe ich wieder eine Muschel. Da sind sicher wieder Perlen drinnen versteckt. Wäre zumindest super. So, Muschel, Muschel, Muschel. Dann haben wir gleich wieder ein bisschen was zum Verkaufen. Für später. Oh. Holla, die Waldfee. Ein Sandteufelchen. Die kennen wir schon aus dem Zweier. Das war's dann wohl. So. Also den hat's jetzt schier auf die Pappen biegt, muss man echt sagen. Wo ist er denn hin? Bin ich doof? Ich kann ihn, glaube ich, gerade nicht looten. Vielleicht hat er auch nichts, doch sicher, oder? Da hat jemand diese... Keine Ahnung, wo der jetzt hingeflogen ist. Okay, ich glaube, der geht nicht zum Looten. Ich komme gerade nicht. Keine Ahnung. Egal. So.